Also meine lieben Leute, mein Experiment ist geglückt. Hier mein dieser wunderbare Olivenbaum, den ich in die Erde gepflanzt habe, in der Zentralschweiz. Entgegen jeder Expertenmeinung hat es geklappt. Der trägt sogar schon Früchte. Seht ihr das? Überall hat er wirklich reichlich Früchte gebracht. Es hat länger gedauert als die Bäume, die halt im Gewächshaus gezüchtet worden sind. Die haben früher Früchte getragen. Deswegen habe ich mir erstmal Sorgen gemacht. Aber nun, schaut euch das mal an, trägt er Früchte. Seht ihr das? Ja? Also ihr Lieben, jeder, der halt die Möglichkeit hat, einen Olivenbaum in die Erde zu pflanzen, dem ist zu raten, das auch zu machen. Hier seht ihr, der Baum ist voller Früchte. Seht ihr das? Hier. Seht ihr? Mashallah. Ha? Da. Wunderbar. Reichlich viel mehr als letztes Jahr. Ich möchte auch noch betonen, dass ich diesen Baum über den Winter nicht eingepackt habe, weil ich der Meinung bin, den nicht verhätscheln zu wollen und nicht verwöhnen zu wollen. Der soll halt selber schauen, dass er sich kräftig entwickelt. Und hier seht ihr. Und das hat sich richtig belohnt. Der Baum ist kräftig. Und hat mir sehr viel Früchte jetzt hat gebracht. Hier könnt ihr sehen, dieser Ast, der ist jetzt hat es halt eben nicht geschafft. Dafür sind außerordentlich viele neue Blätter gewachsen. Das können wir hier sehen. Wartet mal. Hier sind lauter neue kleine Blätter. Die kommen halt immer mehr. Seht ihr das? Ja, es kommen immer mehr. Das ist der einzige Ast, der ist irgendwie abgestorben oder trocken geworden. Und dafür hat er außerordentlich viel Neues gebracht. Sehr, sehr viel Neues. Und ich bin glücklich. Also ich möchte euch ermutigen, die halt die Möglichkeit haben, einen Olivenbaum zu pflanzen. In den Garten, also in die Erde zu pflanzen. Ich meine, meine Erde war jetzt wirklich, glaube ich, ungefähr dies, also hier im Garten, es ist, nachdem wir, also als wir ein Loch gegraben haben, haben wir festgestellt, dass sie nicht tiefer ist als 30 cm. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil dann der Baum nicht außerordentlich groß wird und somit muss man den auch nicht so viel zurückschneiden. Aber es langt, um wunderbare, gesunde Früchte zu bringen. Also ich bin so begeistert. Mitten in der Zentralschweiz. Experiment gelungen. Entgegen jeder Expertenmeinung. Dieser Baum hat es geschafft. Ich habe ihn weder großartig gedüngt. Ich habe nur halt im Winter die Laub auf die Erde gelegt, um ihn quasi die Wurzeln warm zu halten. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn nicht eingepackt, ich habe ihn auch nicht gedüngt, gar nichts, weil die Blätter, die verwelken, also die Blätter, die auf den Boden gelegt werden, das ist im Winter im Endeffekt die Decke, sowas die Daunendecke. Und wenn sie verrotten, dann ist es auch gleichzeitig Dünger für den Baum. Ich habe ihn also nicht künstlich gedüngt, ich habe ihn nicht eingepackt und dieser Baum dankt es mir. Er ist stark, er ist kräftig und er bringt auch reichhaltig Früchte. Seht ihr das? Reichhaltig. Unglaublich, wie viel Früchte der schon trägt. Bin begeistert. Also, ihr Lieben, bei mir gibt es, nun ist es gelungen. Das ist jetzt der Beweis, dass mitten in der Zentralschweiz einheimische Oliven gibt. Und es freut mich sehr,
Ich bin mal gespannt, wenn die reifen. Die Vögel stehen halt voll auf die Oliven. Das ist auch in Ordnung so. Das sehe ich halt irgendwie als Geschenk. Und je mehr Früchte der trägt, desto mehr kann ich dann vielleicht auch mal was ernten, einlegen. Und dann schauen wir mal, was alles draus wird. Also, unsere Schweiz ist eigene Oliven reicher. Und ich freue mich sehr, und das wollte ich euch jetzt einfach mal mitteilen. Der halt Grund und Boden hat, soll Oliven pflanzen, denn die Schweiz ist oliventauglich. Also, meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich freue mich riesig und ich hoffe, es freut euch auch und es ermutigt euch auch, sogenannte exotische Pflanzen mal in die Erde zu pflanzen, weil im Topf ist es auf Dauer wirklich nicht gut für die Pflanze und sie genießt wirklich die Erde. Und auch wenn es im Winter schneit und so, ich habe auch den Schnee draufgelassen, ganz normal, ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert und das hat mir der Baum hat es mir jetzt halt wirklich gedankt. Ich bin begeistert. Also meine Lieben, ich wünsche euch was und das sind mal tolle Erkenntnisse. Traut euch ruhig, was zu pflanzen und bald haben wir Schweizer Oliven. Juhu, das ist unbezahlbar. Macht's gut, ciao.